herzlich willkommen zu den Comic Cookies. Cookies, Comic Cookies, lecker. La 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 la. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Wolverine. Ich dachte, du sagst Magneto. So, damit hat der Matthias jetzt schon sein Snicked-Pulver für diese Aufnahme verschossen. Ich fange mit dir jetzt einfach mal an, weil der Michael, der isst noch. Oh, der Legende, der isst noch. Aber das Schöne ist, er hat im Moment den Mund so voll, er kann auch nicht mal widersprechen. So, was machen wir denn heute, Matthias? Also momentan essen wir. Es gab 3 Chicken Finger, die waren aufgespießt auf 3 Metallklauen. Ja, aber du isst doch gar nicht mehr. Ja, ich habe ja schon fertig. Ja, also, deswegen fange ich ja mit dir an. Ja, weil ich meine Krallen schon eingezogen habe. Und was machen wir jetzt anschließend? Da snickten wir ins Kino. Du sollst nicht mehr snickt sagen, das wird alles rausgeschnitten. Dann snackten wir halt ins Kino. Auch das nicht. Nichts mit SN sagen. So ein Mist. Ja, wir gehen danach ins Kino und gucken Avengers Endgame. Ja, kurzer Disclaimer meinerseits. Ich war schon drin, die beiden Herren halt noch nicht. Heute ist der, was haben wir heute? Den 3. Mai schon. Ja, also der Warum Film ist auch heute genau eine Woche im Kino, ne? Nee, gestern war er genau eine Woche im Kino. Nee, seit Mittwoch. Ja, seit gestern. Vorgestern. Heute ist ja Freitag schon. Matthias, du als einer, der den Film noch nicht gesehen hat. Sprechen schwer so spät. Was hast du für Erwartungen an Avengers Endgame? Also wenn du auf jeden Fall spoilerst, erwarte ich, dass ich mit meinem goldenen Handschuh schnippe und die Hälfte von dir verschwindet. Ja. Ansonsten? Ist doch schon ganz von alleine. Naja, gut. Also hatten wir das schon mal. Ah, sehr gut. Hab ich das auch im Smashpoint vergessen. Meine Erwartungen an den Film. Wurde die Zeit manipuliert. Dass er abschließt, die ganze Geschichte. Und wir wissen ja schon, dass es in... Welche Geschichte jetzt? Um Thanos und die Infinity-Steine. Ja. Und wir wissen ja schon, dass es in 2 Monaten einen Spider-Man-Film geben wird. Aber eigentlich hat sich Spider-Man aufgelöst. Das hätte ich auch gerne erklärt. Ja, okay. Ja, das sind Erwartungshaltungen, mit denen kann man rangehen. Wie erwartest du denn den Film oder was hast du für Vorstellungen? Ich meine, irgendwie, wir sind ja jetzt keine unbeleckten Leute. Wir gehen jetzt hier aus der Sicht ran, dass wir jahrelang Comics gelesen haben und so das ein oder andere Erzähltechnische ja auch schon ein bisschen kennen. Also, als Comicleser, wie gehst du an den Film ran? Also zuerst mal interessiert mich natürlich so als Nerd jetzt die Frage, was man aus dem Trailer schon kennt. Wo kommt Ant-Man her? Der war doch eigentlich in dieser Mikrodimension gefangen. Wie konnte er zurückkommen? Dann werden alle offenen Fragen geklärt. Denk an den Handschuh, wenn du dann weiter lachst. Lachen darf ich ja. Ich verrate nichts. Wir haben in der anderen Reihe Karten als er, oder? Nein, alles gut. Sehr gut. Ich sag nix. Sehr gut. Und ansonsten dann halt auch vielleicht noch die Nachwirkungen, die aus den Fingerschnippen passiert sind, dass die vielleicht auch ein bisschen eingegangen wird. Sollten wir nach dem Film noch Zeit haben, ein Fazit zu schließen? Weil er ja doch ziemlich lang geht, müssen wir gucken, ob wir das hinkriegen heute. Möchte ich, dass du dich an die Stelle erinnerst, an der ich jetzt gelacht habe. Und dann können wir darüber nochmal reden. Du hast bei Atmen gelacht, oder? Ja. Also wie er zurückkommt. Bei der Frage. So. Der ist ja immer noch. Also du möchtest vor allem Fragen klären. Hätte ich das gewusst, hätte ich auch länger gegessen. Ja, doch, du wusstest das. Ich habe das. Es war mit Ankündigung, es war mit Ansage. Aber das macht er nämlich, das macht genau deswegen macht er das. Das so langsam essen. Und er muss noch trinken. Aber ich nehme dich auch gleich
mit vollem Mund vor das Mikro. Da haben nur die Hörer dann ein Problem. Ja, und dein Mikro wird schmutzig. Das kann man waschen hier oben. So, also du erwartest dir vor allem, dass halt viele Fragen beantwortet werden. Genau. Okay. Ja. Auf was freust du dich am meisten? Kannst du das überhaupt irgendwie festmachen? Hä? Wie bitte? Auf was du dich am meisten freust? Aufs Eis im Kino. Auf alles. Auf das Gesamterlebnis. Ja gut, es kann ja jetzt sein, dass du sagst, okay, warte mal, bei Infinity War, da war jetzt der ein oder andere Charakter nicht dabei, vielleicht kommt er jetzt hier. Oder so. Ach, du meinst Hawkeye? Zum Beispiel. Ja gut, bei dem wissen wir ja schon, dass bei ihm nur die halbe Frisur ausradiert wurde mit den Fingerschnippen. Was? Woher weißt du denn das? Hat man im Trailer gesehen. Ach so. Ja. Na gut. Oh, da ist einer fertig mit Essen. Oh, er kaut noch. Ja, an dich im Grunde dieselbe Frage. Was erwartest du von diesem zweiten Teil, der ja ursprünglich auch als Infinity War 2 damals produktionstechnisch angekündigt war, zumindest noch? Dass der War vorüber ist, dass der Krieg vorbei ist. Dass endlich wieder Frieden im Universum herrscht. Okay. Ja. Also diejenigen, die uns jetzt zuhören und den Film schon gesehen haben, die werden natürlich jetzt diese Fragen schon beantworten können für sich. Oder diese Hoffnungen einerseits bestätigen oder auch nicht. Und ja, nachher, wenn wir dann tatsächlich nochmal Zeit haben, drüber zu sprechen, werden wir natürlich spoilern. Also deswegen, wenn ihr das dann nicht hören wollt, müsstet ihr dann an dieser Stelle, wenn wir dann sagen, jetzt hören wir auf mit dem Vorgeplänkel vor dem Film, müsstet ihr dann praktisch ausschalten, weil nachher wird gespoilert. Zumindest kann man noch mal kurz vielleicht dann drauf eingehen, wieso das allgemeine Fazit ist, ohne dass man irgendwas sagt. Aber wie gesagt, jetzt allein schon aus dem Vorgespräch ergeben sich wieder Themen, auf die man nach dem Film mal locker eingehen können. Ich weiß nach dem Film nicht mehr, was ich davor gesagt habe. Da könnt ihr uns ja nochmal anhören. Dann. Aber du, ich stell mal fest, der Matthias hat eine gewisse Frage in den Raum gestellt und du hast einen gewissen Wunsch, eine gewisse Hoffnung in den Raum gestellt. Und ich denke, an die zwei Themen könnten wir uns dann vielleicht nochmal erinnern. Und ich rede noch nicht mal von Wolverine. Wolverine? Ja, das könnte ich dir jetzt beantworten, die Frage, aber das möchtest du ja nicht. Du möchtest ja einmal ganz genau hingucken, ob da irgendwas kommt. Na gut, also dann würde ich sagen, freut ihr euch auf den Film überhaupt? Frag erstmal Matthias. Ja. Auch ein Busy. Busy? Ein klein wenig. Ja gut, ich verstehe das, aber der Hörer, der kennt auch Wasserhäusi nicht. Wasserhäusi? Ei, das ist ein Kiosk. Ist Kiosk allgemein? Oder Bütsche. Im Rheinländischen heißt es Bütsche. Nee. Trinkhalle. Dann, wir schweifen schon wieder ab, aber egal. In Berlin heißt es Späti. Ja. Ja. Du bist nicht so der Marvel-Filme Großvisier, ne? Also ich hoffe ja schon, dass er mich jetzt ein bisschen überrascht. Aber bei Superhelden-Universen aus DC und Marvel ist es ja so, dass es völlig wurscht ist, wie oft irgendjemand weggeschnippt wird. Dann gibt es einen Serien-Neustart, dann gibt es einen Reboot, dann gibt es irgendwas. Das war nämlich genau. Und deswegen ist mir das ziemlich wurscht, wer lebt, wer tot ist, weil übermorgen ist alles umgedreht. Das war genau die Frage, die ich da mit bezwecken wollte. Wir kommen jetzt aus dem Comicfach. Also wir wissen, wenn jetzt, und das kann man ja nun wirklich spoilern, weil das ist über ein Jahr her, wenn jetzt in Infinity War am Ende dann halt alle Figuren weggeschnippt oder die Hälfte der Figuren weggeschnippt wird. Snickt. Das habe ich auch verstanden. Also bitte, ja. Fall mir nicht in den Rücken hier. Dann waren wir uns so
wie wir hier jetzt sitzen, eigentlich schon relativ klar, dass es erstmal wahrscheinlich nicht endgültige Version bleiben wird. So. Aber das Wie und was und wie das jetzt alles weitergeht, das ist natürlich dann, ich glaube, der spannende Aspekt dabei dann. Ne? Für mich jetzt nicht, aber für euch. Ja, für mich jetzt auch nicht mehr, weil ich weiß es schon. Aber für den Matthias vielleicht. Ja. Wieso für dich eigentlich nicht? Ja, weil du das schon so kennst. So. Aber es kann ja trotzdem gut gemacht sein. Ja, das ist ja die Hoffnung, dass mich irgendwas überrascht. Ja. Also ich meine, ich bin ja keiner, der alles vorhersehen bist kann. Bist du doch gespannt darauf, wie sie es dann machen letztlich? Nee, leider nicht. Ich möchte nur positiv überrascht werden und dann kann ich sagen, ach, gibt ja doch noch... es gibt ja noch Hoffnung. Bei Disney und Co. Kniffe was zu erzählen, dass man irgendwo Lethargie im Kinosessel rausgelockt wird und Reaktionen zeigt. Hat so ein bisschen das Arschlecken. Die Arschlecken-Mentalität gerade irgendwie. Das ist aber nochmal eine vielleicht ganz interessante Frage, die man vorher nochmal stellen kann. Hast du denn... Das ist eine Frage? Nein. Das war ja eine Feststellung. Das mit dem Arschlecken war eine Feststellung. Hast du alle Marvel-Filme davor gesehen? Nein, ich habe gar nicht alle gesehen. Also ich habe bestimmt 3 nicht gesehen. Ich habe 2 Captain Americas nicht gesehen, den 2. und 3. nicht. Gerade die besten. Und irgendeinen habe ich auch noch nicht gesehen. Ich weiß nicht mehr, welchen ich nicht gesehen habe. Den schlechtesten der 3 Captain America-Filme hast du gesehen? Nein, der kam halt zuerst. Und danach habe ich gedacht... Und da hat er keinen Bock mehr gehabt. Ja, eigentlich schon. Ja, aber... Ich fand ihn ja gar nicht schlimm. Ich fand ihn nur nicht so rockig, dass ich mehr sehen will. Ich meine, das ist ja genau die Geschichte, die wir von Captain America jetzt so mehr oder weniger erwartet haben und kennen. Der erste. Aber dabei, ja eben, aber dabei, genau das weißt du ja eigentlich. Weil du weißt, wenn du jetzt den ersten siehst, okay, die erklären jetzt, wie kommt er her, was macht er, wie ist er entstanden. Eine Geschichte, die wir alle im Grunde schon mehrfach vorgekommen haben. Winter Soldier war aber jetzt zum Beispiel im Comic relativ einmalig bis da hinten so in dem Sinne und als Film auch. Also der hat mir, das ist mein Lieblings-Einzelcharakterfilm von den ganzen. Uiuiui. Ja. Ja, ich gucke ja irgendwann bestimmt auch nochmal. Aber und guck mal, was dann sage ich, dass ich mir sowas wie Planet Hulk als Kinofilm wünsche. Das könnte eine ganze 3-Jahre-Filmreihe sein. Und dann wird es in Tor verfrühstückt. Und dann, genau, dann sagt die Welt, es sei aber so, dass diese 2 Minuten, statt 3 Filme zu machen, 2 Minuten in Tor da schon verwendet wurden. Und deswegen, das fand ich auch ein bisschen schade. Weil es ist ja überhaupt nicht Planet Hulk, World War Hulk. Das ist ja einfach nur, es gibt auch in diesem Film irgendwo einen Hulk, der irgendwo auf dem Planet ist. Damit ist das aber noch nicht Planet Hulk oder World War Hulk. Nee, es hat nur einen ganz geringen Anteil davon. Ne? Wobei ich aber zum Hulk irgendwo gelesen habe, dass wohl die Rechte des Hulk eigentlich immer noch bei Universal liegen würden und es deswegen keine Solo-Filme mit dem Hulk geben dürfte, sondern dass er nur im Rahmen der Avengers oder halt im Rahmen von, er spielt bei einem Film mit, der aber nicht seinen Namen trägt, mit dabei sein darf. Haben jetzt aber keine Ahnung, ob das stimmt oder ob das einfach nur Fake News sind. Aber einen Film gab es ja mindestens von Marvel direkt, oder? Nee. Ja, der Film, wo dann am Ende auch Tony Stark in die Bar kam. Ja, ja. Der gehört, das war ja, glaube ich, kann man essen, schmeckt. das war, glaube ich, ja sogar der zweite Film nach Iron Man. Entweder nach, zwischen Iron Man 1 und 2 oder nach Iron Man 2 direkt. Mhm. Nach Iron Man 2 kam, glaube ich, Thor. Dann müsste, glaube ich, zwischen Iron Man 1 und 2 gewesen sein. Also auf jeden Fall nach einem der Iron Man-Filme. Ja, wo Edward Norton noch den Hulk gespielt. Iron Man 2 habe ich noch nicht gesehen. Auch noch nicht. Ja, von Iron Man weiß ich jetzt gar nicht. Da habe ich, glaube ich, alle 3 gesehen. Thor habe ich nur den 2. nicht gesehen, meine ich. Ansonsten habe ich fast alles gesehen, bis auf Captain Marvel jetzt. Die habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Was hast du denn? Hast du alle Filme gesehen? Ja. Komplett? Ja. Ah ja, ja, Streber. Mittlerweile sogar die Deadpool-Weihnachtsgeschichte. Die hat zwar nichts mit dem MCU zu tun, aber... Ja, okay. Cool. Ist das auch mit denselben Schauspielern eine weitere Geschichte oder was? Im Grunde der 2. Teil, glaube ich, ne? Das ist der 2. Teil, aber als FSK 12-Version. Jugendfreundlich gemacht halt. Ach so, ne, den habe ich nicht gesehen, ja. Ja, es ist auch im Prinzip der Film, wie man ihn kennt, halt nur ein bisschen geschnitten und entschärft. Ach so. Ja,
Ja. Wie viel haben wir denn? Ja, noch eine Stunde Zeit. Können wir noch ein bisschen, ne? 20, 30, ne? Ja, aber ich habe mich in der Viertelstunde für einen Pokémon-Raid am Black Spider-Man angemeldet. Also. Ja, na dann, ja, okay, wir gehen ja zu deinem Pokémon. Ist ja gut, da können wir was beim Black Spider-Man da vorne haben. Da vorne direkt, ja. Okay. Deswegen sollten die Legende und ich vielleicht mal abholen. Durch Pokémon Go habe ich überhaupt erst festgestellt, dass da oben ein schwarzer Spider-Man ist. Davor habe ich da nie hingeguckt in das Eck. Ich auch. Und ich habe auch dadurch jetzt herausgefunden, dass an der Konzi ein Pferd ist. Das kenne ich. Über McDonald's drüber. Das habe ich vorher noch nie gesehen gehabt. Und ich habe auch so ein paar andere Sachen noch festgestellt. Und ich habe dann etwas über Offenbach kennengelernt. Das darf ich niemandem erzählen, weil es wäre die End of the Offenbach as you know it. Oh, oh. Oh, 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 oh. Das wollen wir nicht spoilern. Nee, das dürfen wir gar nicht spoilern und nicht. Ne? Hey, Miss Potts, wenn du diese Aufnahme findest, sei nicht traurig deswegen. Das Ende ist ein Teil des Weges. Nur mal so nebenbei, orientierungslos durchs Weltall treiben, ohne jede Chance auf Rettung, ist lustiger, als es klingt. Essen und Wasser sind vor 4 Tagen ausgegangen. Sauerstoff wird morgen früh verbraucht sein. Doch ich werde, wenn ich langsam einschlafe, von dir träumen. Es gab immer nur dich. Thanos hat genau das erreicht, was er wollte. Er hat die Hälfte aller Lebewesen ausgelöscht. Wir haben verloren. Wir alle. Wir haben Freunde verloren. Familie. Ein Teil von uns selbst. Dies ist der Kampf unseres Lebens. Es wird funktionieren, Steve. Ich weiß, das wird es. Denn ich wüsste nicht, was ich tun soll, wenn nicht. Hi, ist jemand zu Hause? Hier ist Scott Lang. Wir haben uns vor ein paar Jahren getroffen auf dem Flughafen in Deutschland. Da bin ich ganz groß rausgekommen. Ist das eine alte Nachricht? Ant-Man. Ich weiß, ihr wisst das noch. Das ist die Vordertür. Das bin ich. Könnt ihr mich reinlassen? So, jetzt waren wir im Film. Mit Matthias. Thor. Und dann hat uns der Snap noch jemanden dazu geholt. Das ist der Wieland. Matthias. Sind deine Erwartungen erfüllt worden? Heute habe ich noch nicht Snicked gesagt und ja, sie wurden erfüllt. Du hast vorhin schon mal Snicked gesagt. Oh, nee, das war heute. Aber gestern. Ja, Moment. Ja. Wurden deine nicht vorhandenen Erwartungen erfüllt? Sie wurden nicht erfüllt, damit passt es und stimmt es ja. Matthias, wenn du sagen müsstest, was deine Lieblingsszene aus dem aktuellen Film war, könntest du eine feststellen schon? Du hast gefragt, was meine Lieblingsszene ist. Ja. Ja, dann trink du erstmal was, dann rede ich mal. Also, den Spoiler, ob Wolverine mitspielt, den löse ich nicht auf. Deswegen behaupte ich auch, falls er mitspielt, nicht, dass das meine Lieblingsszene wäre. Meine Lieblingsszene. Schwierig, aber ich würde schon sagen, dazu zählt der Endkampf. Ja. Die große Schlacht am Ende. Hast du sowas wie eine Lieblingsszene gehabt? Ja, aber es fällt mir jetzt gerade nicht ein. Wie immer. Ich hatte es ja fast noch. Ich hatte es ja eben fast noch vor einer Minute oder vor zwei, aber jetzt komme ich gerade nicht drauf. Du musst dir Notizen machen während des Films. Ah ja, schon. Und gab es bei dir auch sowas wie eine Endszene, ja? Wie eine Lieblingsszene? Es gab eigentlich mehrere, vor allen Dingen halt alle mit Thor.
Und Hulk war wesentlich besser als in den Teilen davor. So. Aber eine Lieblingsszene des Publikums, was man vielleicht am Lachen ausmachen kann, ist vielleicht die mit dem Ant-Man, mit, wo er vielleicht eine Windel gebraucht hätte. Ja, sicher. Und was ich halt jetzt auch diesmal wieder festgestellt habe, eine gewisse Szene mit einem Hammer, die ist auch der Hammer, weil da reagieren die Leute immer relativ überrascht. Also da wollte ich nochmal in die Runde fragen, wie kann das denn sein? Er hat im zweiten Film den Hammer schon anheben können. Ganz leicht, ja, ganz leicht bewegt, ja. Und in den Comics ist er auch einer von den wenigen anderen Personen, die ihn heben können. Ja. Nur hatte ich halt immer so ein bisschen das Gefühl, da fehlt mir ein bisschen die Erklärung dahinter. Na gut, man kann sich vielleicht ein bisschen was noch selber dazu denken, aber ja. Also es wurde ja schon mal angedeutet, er könnte würdig sein und jetzt durch die Opferbereitschaft oder sowas, war es dann vielleicht auch? Oder was vermutest du dahinter? Oder sag mal, wie wurde es denn in den Comics erklärt? Ich weiß nicht, wann es in den Comics passiert ist. Ich weiß nur, das wurde nämlich nach Avengers 2 schon diskutiert. Und in den Comics gibt es verschiedene Charaktere, die den Hammer heben konnten. Better Way Bill, Cap, ich glaube Vision auch, bin ich mir aber nicht sicher. Und auch noch vereinzelt ein paar andere. Oder wer die Comics in den letzten Jahren gelesen hat, da konnte es ja Thor zum Beispiel gar nicht heben. Dafür wurde Jane Foster zu Thor und konnte den Hammer heben. Also auf dem Hammer steht ja auch nur drauf, wer würdig ist, diesen Hammer zu heben, hat die Macht von Thor oder so ähnlich irgendwie. Das heißt ja nicht, wer diesen Hammer hebt, ist Thor, sondern hat halt die Macht. Und das heißt, jeder, der würdig ist, kann es. Ist natürlich klar, dass das nicht jeder Mensch auf der Erde sein wird. Ja. Also so ganz unlogisch ist es nicht, aber es kommt natürlich sehr überraschend in dem Film, dass halt die klappt. Fandest du das auch überraschend? Legere Legende, damit ich nicht Also ich konnte einen Hammer nicht heben, aber ich habe deine Frage leider akustisch nicht verstanden. Ob du es überraschend fandest? Mit dem Hammer? Fandest du die Szene den Hammer? Ich fand es nicht sehr überraschend, aber ich fand es auch nicht sehr aha-effektig. So. Okay. Dann würde ich mal ganz kurz noch ein Fazit von euch hören wollen, wie ihr jetzt so den Film insgesamt gefunden habt. War es eine gute Fortsetzung zu dem ersten Teil? War es ein grünen Abschluss zu den letzten 18, nee, wie viele Jahre waren es jetzt? 18 Jahre? Nee, 11 Jahre. 18 Filme oder 19 Filme waren es, ja. Das war jetzt hier der 22. glaube ich. Auch schon, okay. Plus minus 1, aber so im Moment Dreh. Ja. Also erstmal generell bleibt der Film eigentlich den Filmen des MCU treu und ist auch sehr lustig oder an vielen Stellen auch sehr lustig und witzig. Trotz des seriösen Themas oder des traurigen Themas. Ja, ich denke schon, dass es ein guter Abschluss war. Und hat mir gefallen. Ich fand es schön im Film, dass, wie nennt man das, Rückbezüge zu den anderen Filmen vorkamen, damit man so ein bisschen das Gefühl hat, dass der Abschluss von allen Filmen, nicht nur von den letzten zwei Avengers oder sowas, hat mir sehr gut gefallen. Ich glaube, mir gehörte eher so die erste Hälfte. Also wenn die Filmemacher jetzt an mich gedacht haben, haben die gedacht, komm, die erste Hälfte machen wir für eine Legere Legende und die zweite Hälfte für die Marvel-Fans. Mir hat die erste Hälfte viel besser gefallen als die zweite. Okay. Bei dir? Allgemein, man hätte einiges anders machen können, aber ich glaube, irgendwas gibt es immer. Aber grundsätzlich hat man, glaube ich, darauf gewartet, dass da alles irgendwie zusammenkommt und auch endlich, ich meine, die haben alles dabei gehabt. War das mit Spoiler oder ohne Spoiler? Mit. Die haben Zeitreisen. Sex hat gefehlt, aber ansonsten Zeitreisen. Ich weiß nicht bei manchen Szenen, ob das Kinder wirklich schauen dürfen. Ja. Aber sie hatten eine große Schlacht. Und sie hatten schöne, vor allen Dingen schöne Spins auf Zeitreisen selber. Mal ein bisschen was
Frisches, was aber letztendlich dann doch wieder in der Unlogik irgendwie geendet hat. So. Na, also meines Erachtens zumindest. Aber ich glaube, dazu kommen wir gleich noch. Ja. Ja, das, ja bitte? Beim Thema Szenen für Kinder, die kopflose Szene, da fand ich es auch so ein bisschen, wo ich gedacht habe, okay, die ist jetzt eigentlich ein bisschen zu deutlich gezeigt für eine 12er-Freigabe oder für PG-13, wenn es jetzt ins Amerikanische geht. Ja. Ich glaube, es gab auch irgendwo noch schlimmere Kampfszenen, aber ich weiß jetzt gar nicht, an welcher Stelle als Beispiel, aber... Doch, aber die Szene fand ich dadurch, weil sie so... es gab schlimmere Gesamtkampfszenen, ja, aber weil die Szene halt so lang und so nah und so intensiv gezeigt wurde, das fand ich so. Ja. Immer wenn die eine Tochter vom Thanos halt so ein bisschen fertig gemacht wird, niedergemacht wird oder sich dagegen wehrt, das ist alles arg Folter. Beim Thema Rache, weil... Kopf ab. Ja, Kopf ab, Gewalt. Mhm. Es sind nicht umsonst die Rächer. Und das war immer so ein also was mir persönlich nie so richtig gefallen hat im Ganzen, weil Rache kein pädagogisch sinnvolles Konzept ist. Und naja, aber es gehört in den Film, weil es sind die Rächer. Du hast recht, aber deswegen habe ich nie angefangen, das zu tun, die Rächer sammeln. Ja, genau. Also du hast jetzt gerade schon gesagt, du hast die Rächer nicht gelesen. Hast du sie gelesen vorhin? Die Rächer? Ja. Naja, halt doch die Rächer schon, halt die Rächer als die Rächer, aber auch ansonsten halt Kalk und die einzelnen Sachen so. Mhm. Aber ich fand Iron Man war immer überzogen und also überbewertet. Mhm. Hast du die Rächer gelesen? Ja, aber ich glaube, es ist auch so ein Übersetzungsproblem, weil es gab jetzt mal mit dem Englischen auch dann neben den Avengers noch die Revengers als Team. Ja, Revengers auch Rache. Ich glaube, es ist einfach so. Ich glaube, Rächer war für Avengers nicht unbedingt so die beste Übersetzung, aber es fiel, glaube ich, damals auch keine bessere ein. Weil, vielleicht. Ja, mir fällt jetzt auch keine bessere ein. Ist schon spät. Kommen wir doch nochmal kurz zu der Zeitreise-Thematik. Also, wir sind jetzt auch schon einen Tag später quasi, als wir den ersten Teil aufgenommen haben vorhin. Was ergibt sich da so ein bisschen an Unlogik? Also erstmal ist schön, dass sie selbst uns in den Film eingeführt haben, indem sie selbst erwähnt haben, dass sie jetzt hier, oder haben sie es in Frage gestellt, also sie haben es benannt, dass es Zeitreisefilme gibt und sowas wollen sie jetzt, naja, sie haben es nicht uns Zuschauer gesagt, sondern sie haben selbst drüber gesprochen, als sie festgestellt haben, was wir hier tun, ist ja wie Zurück in die Zukunft, Bill und Ted, was haben sie noch als für Filme? Robocop, Time Cop, Hot Tub oder The Tub Machine oder so. Ja, das fand ich ja schon mal cool, dass sie das gleich gesagt haben. An einer Stelle hat auch einer von beiden Schlauköpfen erklärt, dass es subjektive und objektive Sichten von Zeitreisen und Auswirkungen gibt. Und damit haben sie auch gleich erklärt, dass wenn es jetzt keine objektive Zeitreisenerklärung sein muss, dass ganz andere Schlussfolgerungen gegeben sind, womit die jetzt eigentlich arbeiten wollten, anders als zum Beispiel Zurück in die Zukunft. Ja. Und ist das gelungen aus deiner Sicht? In der ersten Hälfte des Films ist das ganz gut als Thema genommen worden. In der zweiten Hälfte des Films war das alles Wurst. Das meine ich nämlich auch, weil vorher haben sie gesagt, also vorher haben sie das so schön erklärt, dass das und das und deswegen nicht funktioniert. Und in der zweiten Hälfte des Films gerade war wieder alles gerade selber in die gleiche Falle irgendwie getappt. Also es gibt so ein paar Sachen, die nicht aufgehen, wenn das passiert, dass dann das passieren kann. Aber wenn man sagt, okay, aber dann ändert sich die Zeitebene nicht oder die Zeitlinie bleibt halt gleich. Aber stell dir mal vor, der Film möchte uns was beibringen. Was ist denn die Schlussfolgerung? Der zu viel drüber nachdenkt, das so unlogisch. Ich würde jetzt über eine Woche drüber nach. Der handelt nicht und tut im Leben nichts. Und der was macht, der wird feststellen, nur wenn du was machst, passiert was. Und es passiert das, wenn du einen starken Willen hast, dass das passiert, was du gerne möchtest. Also, erste Hälfte des Films, diese ganzen komischen Menschen im Leben, die so einen Kopf anhaben und nie was tun. Und die zweite Hälfte des Films, nur wenn du was machst, passiert was und es wird schon das passieren, was du willst, denn du tust ja das, was du willst und arbeitest darauf hin. Also ist vielleicht das Fazit des Films, mach, was du willst, dann wird das eher wahr, als wenn du drüber nachgrübelst, was alles nicht sein kann, damit es nicht wahr wird. Wow. Huh? Das war wieder philosophisch jetzt.
Und hast du dem noch was beizusteuern? Eigentlich hatte ich noch was zum Paradoxon beizusteuern, aber ja. Wie soll man danach irgendwie was, wie soll man das toppen? Ja, aber mach's einfach trotzdem. Ja, ich gehe noch mal ins Detail und reg mich noch mal über Kleinigkeiten auf in dem Film, so, bevor wir wieder über die Sinnhaftigkeit von Filmen allgemein reden. Wenn Captain America mit Captain America fight, also kämpft und ihn dadurch den, beziehungsweise er konnte ihn ja dadurch den, also etwas abnehmen und das dann am Schluss wieder hinbringen, dann sind ja trotzdem die Erinnerungen von Captain America gleich, weil er hat ja mit Captain America gekämpft. Weil er musste sie ja zu demselben Zeitpunkt hinbringen. Er konnte ja nicht davor hinbringen, ansonsten hätte es zwei Steine oder zwei Zepter gegeben und dergleichen. Und er konnte ja nicht, das ist für mich unlogisch. Oder die Erinnerungen sind halt wieder da. Also dann hätte sich wieder ein weiterer Zeitraum gebildet, der halt alles wieder durcheinander gebracht hätte, sozusagen. Ja, ja genau. Nicht nur das, ich finde halt sogar, dass es den Captain in der Szene, von der wir gerade gesprochen haben, kämpft gegen Captain, da gibt es den Cap im Grunde 3 bis 4 Mal gleichzeitig. Darüber mal nachgedacht. Also es gibt den Original-Cap aus der... Captain America gibt es 3 bis 4 Mal gleichzeitig. Wo sie gegeneinander kämpfen. Einmal die beiden, die gegeneinander kämpfen, also der Cap, der schon alles erlebt hat und der Cap aus der Zeit. Dann gibt es den Cap, der Rentner-Cap, der in die Vergangenheit gereist ist. Und der den Stein zurückbringt. Und dann der den Stein zurückbringt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Deswegen möchten viele Kinder gar nicht aufräumen. Also den Stein zurückbringen ist, dass man sich vielleicht selbst begegnet und dann durcheinander kommt. Deswegen wollen kleine Kinder nicht aufräumen. Den Stein zurückbringen wollen kleine Kinder nicht. Die nehmen den nächsten Stein aus der Spielzeugkiste. Und du als Elternteil trittst dann auf den Lego-Stein und hast das Nachsehen, oder? Genau. Also ich bin schon gespannt auf das ganze Bonusmaterial, auf Blu-ray, Extended, sonst was, um die ganzen anderen Enden zu sehen oder zu zählen, wie viel Captain America... Zeitreise-Enden? Ja. Ja, ja. Und genau so ein paar unlogische Sachen gibt es halt immer noch. Also, aber wieso ist das denn unlogisch? Das sagt doch keiner, dass das unlogisch ist. Nein, dass es dem viermal den Cap gibt, das ist jetzt nicht unlogisch, aber... Ja, weil das Wissen in dem einen Captain America existiert und somit er von damals einen ganz anderen Weg gehen müsste. Und auch der alte Cap, der in der Vergangenheit zurückgereist ist, also der Rentner-Cap, sage ich jetzt mal, der muss sich arg zurückhalten, nicht zu viel zu verraten, irgendwo einzugreifen. Der ist jetzt in einem Alter, wo man das nicht mehr machen muss. Der ist jetzt in einem ruhigeren Alter, wo man das nicht mehr alles so machen muss. Wo man nicht sagen, halt, stopp, ich möchte auch nochmal mitmachen. Ich möchte den Stein auch nochmal wegräumen. Nee, der lässt das die Jüngeren machen, die jüngeren Captain Amerikas, die sollen den Stein wegräumen. Aber seine Frau ist eine Agentin. Also. Ja, man muss halt auf die Agenda achten, dass er die einhält. Ja. Also das ist halt... Bitte? Der tanzt seinen Tanz der Zeit mit seiner Freundin. Die ganze Zeit bis zum Ende durch, bis irgendwann in seinen Armen verschimmelt. Wäre das dann nicht dein fünfter Captain America, der die ganze Zeit nur tanzt? Ja. Nee, das ist ja der ist gefangene Zeitschleife. Das ist ja der Rentner-Captain. Als Mann willst du ja oft so 2, 3 Tänze mit der Dame machen, also ihr zu lieben, ist alles schön, aber danach willst du eigentlich wieder aufhören. Und der ist in der Zeitschleife gefangen, der tanzt in Unendlichkeit diesen blöden Tanz. Nachts um 12:30 und die Legende erwacht. Ja, da wird er nochmal wach. Da gibt mich Lucola schon wieder philosophisch hier. Solche Dinge gibt es halt auch noch ein paar mehr. Also ich sage auch, wenn es kommt ein Thanos aus der Vergangenheit, ja, der wird dann weggesnippt von Iron Man. Hätte in dem Fall nicht einfach alles auf rückwärts gehen müssen, also als wäre nie was passiert, weil dieser Thanos, der den Snap gemacht hat, den gibt es ja dann gar nicht mehr. Aber ist nicht das, was du jetzt gerade versuchst zu erklären, ein Erklärungsversuch aus einem anderen Film? Und in diesem Film haben sie es gar nicht so genau erklärt, nach welchen Regeln was passiert und was nicht. In dem Film haben sie es doch gar nicht so definiert, dass es nicht sein kann. Es gab den Stream. Ich glaube, das war es Thors Mutter. Thors Mutter, die dann diesen goldenen Stream... Das war die Magierin. Genau, die Ancient One, die uralte Weise, die dann einfach durch den Stream gezeigt hat, dass dann, wenn man da die Zeit rausnimmt sozusagen, den Zeitstein und mit dem Zeitstein was verändert, dass dann ein The Dark Path... Aber wenn man das jetzt annimmt,
wenn man das jetzt so annimmt, dass sich eine extra Zeitlinie dann bildet, dann dürfte am Ende Cap nicht auf der Bank sitzen, oder? Aber warum? Das, was du eben gesagt hast, was keinen Sinn macht, das, was du eben gesagt hast, was keinen Sinn macht, das würde dann stimmen. Und der Captain, warum sitzt er auf der Bank? Weil er... Nee, die sind dann nochmal... Nee, der Captain darf zum Schluss auf der Bank sitzen, aber was du eben davor gesagt hast, würde dann nicht stimmen, weil die haben doch mit anhand von dem Zeitstrahl erklärt Nebenstrahl. Und wenn wir aber den Stein an die Stelle zurückbringen, dann fällt, ist das ja wieder weg. Aber danach ist ja der Captain America nochmal los und dann zurück. Aber nochmal, er sagt dir auch, du bringst die Steine ja zurück, nachdem die weg waren. Also, oder... Genau, ansonsten sind ja zwei Steine. Nachdem der Captain America zurück ist, meinst du? Nachdem sie es erstmal weggenommen haben, kommt er kurze Zeit später zurück und bringt den Stein zurück. Aber eigentlich, trotzdem sind ja die Geschehnisse passiert. Also Loki hat sich wegteleportiert und so weiter und so fort. Ja, es sollte eigentlich alles ungesehen passieren, also ohne dass irgendjemand anderes was merkt, aber da gab es so viele Streitereien. Und ich glaube, der Loki hat gehofft, dass kein Zuschauer ihm zuguckt. Der hat gedacht, komm, jetzt weg hier und haha, ja, aber wir haben es gesehen. Klar. Das ist dann ein neuer Zeitstrang, der sich gebildet hat. Okay, der hat dann keinen Einfluss. Aber wenn Cap zurückreist in die Vergangenheit, gibt es plötzlich einen Einfluss, weil Cap ja dann irgendwann auf der Bank sitzt. Aber wir vergessen eine andere Erklärung. Und zwar sagt ja, als er in der Vergangenheit geschickt wird, sagt Goose ja schon, für uns dauert es 5 Sekunden, für ihn so lange, wie es dauert. Ja, vielleicht hat er einfach 80 Jahre lang getanzt und ist dann erst zurückgekommen. Ja, das schon, aber wenn er ganz ans Ende der Zeit zurückreist, dann müsste sich doch von da aus ein neuer Zeitstrang bilden, wo Cap am Ende eben auf der Parkbank sitzt, aber das ist nicht der, den wir jetzt die ganze Zeit verfolgt haben. Ja, doch. Vor allen Dingen, nein, diese ganze Geschichte kann ja nicht entstehen, weil der Cap, der aus der eigentlichen Zeit ist und mit dem Future Cap, also mit dem Zukunft Cap gekämpft hat, das Wissen hat, dass es einen zweiten Cap gibt, der versucht, etwas in der Gegenwart zu verhindern oder sich halt etwas aus der Gegenwart schnappt und damit halt versucht, die Zukunft zu verändern. Das heißt, der alte Cap, der mit Tony Stark da gerade irgendwie das erste Avengers oder sowas geklärt hat, der weiß zu viel. Ziemlich verwirrend das also alles. Was ist denn mit Gamora passiert? Heil Hydra, was? Das ist übrigens auch so ein interessantes Thema. Ihr werdet es verstehen, wenn ihr den Film gesehen habt. Gamora, ja. Ja, aber Gamora... Es gab ja eine Gamora aus der Vergangenheit, die jetzt praktisch in der Zukunft war. Wurde die jetzt mit weggeslippt oder wurde die... Nein, die hat nie die richtige Erfahrung mit Quill gemacht. Wir haben sie nicht auf jeden Fall, ja. Wir haben sie nicht auf dem Schiff der Guardians gesehen, glaube ich. Ja, ich meine, bei der Beerdigungsszene war sie nicht dabei. Sie hatte auch nie einen Grund, mit Quill diese Verbindung einzugehen. Nee, das heißt, sie hat nie diese Erfahrung gemacht. Das heißt, sie ist jetzt einfach irgendwo erstmal unterwegs. Aber ist sie unglücklich? Ist sie unglücklich oder ist sie glücklich? Das ist doch nicht. Wahrscheinlich ist sie glücklich, weil es mitgeholfen hat jetzt. Gut. Dann bin ich froh. Aber beim Thema Zeitreisen denkt immer dran, auch zurück in die Zukunft 2 widerspricht sich selbst. Ja, natürlich. Als der alte Biff in die Vergangenheit zurückreist und in die Zukunft zurückkehren kann, die noch nicht verändert wurde, was also nicht möglich ist. Ich finde, wenn man so Filme guckt wie den zweiten Zurück in die Zukunft Film und man guckt den einfach nur, ohne nachzudenken, dann ist das ein wunderschöner Film, wo alles passt. Nur wenn man anfängt, drüber nachzudenken, ist es bei allen Zeitreisenfilmen immer ein bisschen schwierig. Ja. Weil ein Film ja auch vorne anfängt, Handlung hat, hinten aufhört. Aber wenn du jetzt anfängst mit unserem heutigen Film, wo es so viele Möglichkeiten, Variationen und Menschen gibt, Wesen mit Einzelschicksalen, dann sind das ja so und so viele Serien, die so und so viele Staffeln haben, um alle Eventualitäten abzudecken. Ist das jetzt wie die Frage, starte ich mit Episode 1 oder mit Episode 4? Genau, also ich würde empfehlen, mit Episode 9 zu starten und dann rückwärts zu gucken. Ja, sehr schön. Also alles in allem ein ganz gut gelungener Film, aber wie gesagt, so ein paar Dinge gibt es halt, die... Eine lustige Szene war aber noch ganz am Anfang, wo Legende dann zu mir auf einmal meinte, nachdem Hawkeye mit seiner Familie sozusagen die Hotdogs mit verschiedenen Dressings reserviert hat und dann auf einmal keiner mehr da war, meinte der Legende auf einmal, hey, jetzt hat sie zu viel Dressings gemacht. So, jetzt
Vor allen Dingen, als die Kleine auf einmal weg war. Vorher wurde extra jeder gefragt, was möchtest du für ein Dressing, was möchtest du für ein Dressing. Alle Brote sind geschmiert, keiner mehr da, der sie isst. Schon. Das ist das Einzige, woran du jetzt gedacht hast. Dann sehr, also unter diesem Aspekt ist es ein sehr trauriger und mitnehmender Film. Ja, aber in diesem traurigen Moment, musste ich so laut lachen, Alec. Also es hat mich echt, ja. Das erlebt man nur mit Lächer Legende. Wenn der im Kino sitzt, dann wird so ein Moment, so ein trauriger Moment, der wird halt dann auch einfach mal fröhlich. Ich möchte einfach nur Aspekte abdecken, die andere vielleicht in diesem Moment übersehen. Das ist schon klar. Also ich würde mir auch über das Dressing als erstes mal Sorgen machen. Wir müssen auch noch den Aspekt abdecken, wie Ant-Man zurückkam, nämlich durch Redman. Und, Rattenmann. Ja. Ja, das war auch lustig. Aber ja, über das Dressing würde ich mir gar keine Sorgen machen, ist eh Staub drin jetzt. Bitte, weil was? Ich habe was? Staub drin. Ja, das ist jetzt. Das ist eh. Also Leute, die pinsig sind, die essen das eh nicht mehr. Das ist klar. So. Auf welchen Charakter habt ihr euch denn am meisten gefreut, dass er wieder aufgetaucht ist? Über welchen Charakter habt ihr euch am meisten gefreut, dass er wieder aufgetaucht ist? Ich meine den Anfang tatsächlich Professor Hulk. Weil den mochte ich in den Comics schon sehr gerne und fand ich hier cool umgesetzt. Also bei mir war es Peter Quill, aber Peter Quill hat es eigentlich verdient, dass er verschwunden ist durch die dumme Aktion mit dem Hammer, mit dem Handschuh. Ja. Ach ja, da hätte ich gleich noch eine Logik-Sache, aber gleich. Red Skull. Okay. Eigentlich, so banal wie es ist, Rocket Raccoon fand ich schon geil, dass der wieder dabei war. Und wie er dabei war und was er gesagt hat, was er gemacht hat, wie er aufgetreten ist, in welchem Moment er mit wem zu zweit unterwegs war, war cool. Dann war es eigentlich gut, aber bei Rocket Raccoon war dabei. Das meine ich ja. Ganz halt dabei. Nee, er meinte nicht explizit Leute, die weg waren, sondern ganz allgemein. Oder? Über welchen Charakter allgemein man sich im Film am meisten gefreut hat, ihn wiederzusehen. Also nicht, dass er am Schluss auftaucht, sondern dass man mal wieder im Kinofilm gesehen hat. Das meinte ich. Die gesamte Football-Szene am Ende, wo sie dann einfach noch den Handschuh bis zum nächsten Goal und dann immer weiter und immer weiter. Ich frage mir, okay, jetzt gehen sie alle durch, so, weißt du? Ja. Oh, apropos Handschuhe, ja, da gibt es. Ich habe mich aber eher gefragt, wo kommt Thanos ständig wieder her? Ja. Also irgendwie bleiben wir beim Football. Das wurde jetzt gerade schon, wurde der Handschuh gerade über 80 Yards geworfen, aber trotzdem taucht Thanos schon wieder auf. Ja. Ist halt schnell, der hat halt auch Speedkraft. Apropos Handschuh, es gibt die Szene, da setzt der Iron Man ganz sporadisch zusammen mit Professor Hulk und mit Rocket Raccoon den Handschuh bestückt er mit den Steinen in einer Maschine, weil man kann ja die Steine nicht berühren und so weiter und so fort. Und Rocket Raccoon, der kommentiert das ja dann auch so schön mit Buh! Jetzt die Frage, wie hat Iron Man so schnell die Steine an seinen Handschuh gekriegt am Ende? Jetzt hat er ja Übung gehabt, jetzt hat er ja den Kniff raus und hat heimlich nochmal nachgelesen, was geht und was nicht geht. Also er hat die ja gar nicht berührt. Handschuh, rüber. Ja, das sehe ich auch nicht unbedingt als Logikloch an, weil es war ja ein Handschuh einer Iron Man Rüstung, an dem das dran war. Und wir wissen alle, dass Tony immer schon einen Plan B, C, D, E, F hat. Und vielleicht hat er von Anfang an das irgendwie so konstruiert, dass er im Notfall die Steine, wenn er seinen Handschuh anlegt, rüber switchen kann. Okay. Und um nochmal auf die Frage zurückzukommen mit den Charakteren. Ich fand es auch schön, dass die Charaktere in dem Film alle vorkamen, die man in den vorherigen Filmen vergessen hatte oder aus irgendwelchen bestimmten Gründen nicht dabei war. Nämlich halt Ant-Man, Hawkeye und Valkyrie. Und der neue Superheld Rattenmann. Du willst noch was ergänzen? Ja, bei dem Thema Handschuh. Ich wusste gar nicht, dass überhaupt Tony Stark die Macht eines asgardischen bzw. eines Weltraumzwerges hat, einen Handschuh für die Steine zu schmieden. Weil normalerweise konnte das doch nur Peter Dinklage, oder? Der große Peter Dinklage. Ja, der große Kleine. Keine Ahnung. Ich habe die aktuelle Game of Thrones Folge gesehen. Vielleicht ist er ja gestorben und konnte Cesar Batman machen. Keine Ahnung. Ja, nee, aber
Ja gut, es ist halt das eine schmiedet sich halt irgendwie durch Magie, das andere aus Technik. Muss gleich los. Vielleicht kann man das irgendwie. Ja, jetzt erzählen. Aber Thor war ja auf der Erde, vielleicht war sein magischer Handschuh. Also ich habe halt viel Hintergrundinfos vom Dreh direkt mitbekommen und die haben ja anfangs mit dem Fäustling getreten, das haben sie dann hinterher nochmal Computer korrigiert, dass das dann nicht so ein Fäustling-Handschuh ist. Das hat es jetzt nochmal gebracht. Das. So, dann sage ich einfach mal Danke in die Runde. Weil ich glaube, wir müssen so langsam. Mach's gut, Matthias. Snackt. Tschüss. Bye, bye.